Hallo und willkommen hier im Regionalfernsehen aus Neubrandenburg. Ich begrüße Sie zum aktuellen Neu-1-Journal. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei sind. Und was Sie in dieser Sendung erwartet, das verrät die Vorschau. Der Herbstsalon bringt jährlich Künstler der Region in der Kunstsammlung Neubrandenburg zusammen. Künstler, die auch einen Freundeskreis der Einrichtung bilden. Und auch in Burg Stargard setzt man auf energiesparende, moderne Beleuchtung, möglichst nicht nur auf den Straßen. Liebe Zuschauer, die Weihnachtsmarktsaison steht wieder vor der Tür. Für manch einen weckt das sicher nicht nur Erinnerungen an festliche Stimmung, sondern auch negative Gedanken oder sogar Angst. Gerade mit Blick auf erst kürzlich gemeldete Nachrichten. In Schwerin wurde jetzt ein Terrorverdächtiger festgenommen. Gehen Sie jetzt mit Angst durch die Straßen? Ach nee, hier nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn Sie auf den Weihnachtsmarkt gehen oder Veranstaltungen, dann auch nicht? Doch, da sieht es anders aus. Schon ganz anders, habe ich schon darüber nachgedacht. Meine Mutter, die war jetzt in Hamburg zum König der Löwen. Hat die ganze Zeit Angst gehabt, war gerade da, wo viele hingehen. Gut, man denkt vielleicht vorher ein bisschen drüber nach, aber während des Aufenthalts auf dem Weihnachtsmarkt habe ich, glaube ich, keine Angst. Man tut sein Bestes, aber wenn es passiert, dann passiert es. Dann können wir auch nichts dran ändern. Angst habe ich im Moment eigentlich nicht. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel auf den Weihnachtsmarkt gehen, dann vielleicht? Dann vielleicht schon eher, ja. Jetzt ist ja im Moment noch kein Weihnachtsmarkt, ist noch nicht so eine große Menschenansammlung und da fühle ich mich eigentlich noch ganz gut. Natürlich auf dem Weihnachtsmarkt nachher muss man schon ein bisschen Angst haben, klar, habe ich dann auch. Bis jetzt sind ja sehr viele erwischt worden und so viel ist ja bei uns eigentlich überhaupt nicht passiert. Ne? Wenn man an die anderen Länder denkt, da hört man eine Nachricht, 50 Tote, Afghanistan oder so. Ne? Das hört man und dann ist wieder vorbei, aber bei uns sind ja noch gar nicht so sehr viele umgekommen durch Terror. Ne? Naja, man guckt schon mehr als vorher. Da passt man schon ein bisschen mehr auf. Irgendwie ist es ein bisschen unheimlich. Ich finde das nicht schön. An und für sich vertraut man ja den Menschen allen. Ne? Aber wenn man das dann immer wieder hört, denkt man auch, pass lieber ein bisschen auf. Ich glaube, dass unsere Sicherheitsbehörden das im Griff haben. Ich hoffe. Ich gehe eigentlich nur so am Tag durch die Straßen, abends gar nicht mehr raus, weil ich schon 90 Jahre alt bin oder werde gerade. Und Angst habe ich nicht. Bevor wir gleich eine kurze Pause für etwas Werbung einlegen, möchte ich Ihnen noch diese luftige Aufnahme zeigen. Im jüngst erweiterten Industriegebiet Borkenstraße in Torgelow ist sie die erste Ansiedlung, diese imposante Biogasanlage. Im Februar haben wir in der Sendung von der Grundsteinlegung berichtet, jetzt konnte am 8. November Richtfest gefeiert werden. Für bis zu 15.000 Haushalte kann hier künftig CO2-neutral Energie erzeugt werden. Bioerdgas soll in diesen Größenordnungen ins Netz eingespeist werden. Ab Januar, so die Planung der Mehle Biogas GmbH, kann der Probebetrieb beginnen. Mehr zu dieser Anlage und zu den durch Fördermittel ermöglichten infrastrukturellen Voraussetzungen erfahren Sie dann in einer der nächsten Ausgaben unseres Magazins Wirtschaftsfenster MV. Hier im Neu-1-Journal blicken wir gleich in die Kunstsammlung Neubrandenburg. Bleiben Sie dran. Renninger, Fahrzeugkomplettreinigung und Reifentreff in der Nonnenhofer Straße in Neubrandenburg. Hier dreht sich alles um des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Immer dienstags ist Seniorentag. Senioren zahlen für alle Waschprogramme 15% weniger. Jeden Mittwoch heißt es Frauentag. Die Wäschen 3 und 4 kosten für Frauen nur 7,50 Euro statt 9,50 Euro. Renninger, alles für Ihr Auto. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Über 400 Tiere in 100 Arten aus aller Welt sind hier im Tierpark Ueckermünde zu Hause.
Die genaue Zahl ist dabei natürlich auch von der ein oder anderen Familienplanung abhängig. Das ganze Jahr lädt der Tierpark Ueckermünde, groß und klein, jung und alt, auf unvergessliche Erlebnis- und Entdeckungstouren ein. Sie werden schon erwartet. Und während auch schon mal ein Bewohner scheinbar etwas launisch reagiert, sorgen andere noch für ein ordentliches Erscheinungsbild. Die Löwen ganz majestätisch desinteressiert, der Pfau auf maximale Wirkung aus. Egal, wann Sie den Tieren begegnen, es sind immer unvergleichliche Beobachtungen ganz aus der Nähe möglich. Dazu kann man auf Führungen und bei regelmäßigen täglichen Schaufütterungen auch noch viel über Tier und Umwelt lernen. Und auch der Spaß kommt im Tierpark Ueckermünde nicht zu kurz. Über das ganze Jahr verteilt stehen spezielle Veranstaltungshighlights auf dem Kalender. Für Pausen und Stärkung, die das großzügige Areal dem Besucher durchaus abverlangen kann, stehen gastronomische Angebote der Tierparkgaststätte oder der Affenschenke bereit. Diese ist mitten auf dem Gelände, gerade bei den kleinen Gästen, sehr beliebt. Na, macht das nicht Lust auf mehr? Der Tierpark Ueckermünde wartet auf Sie. Das ganze Jahr. Die Kunst ist ein Luxus, den der Mensch braucht, meinte einst Bert Brecht. Glücklicherweise meinen das noch immer viele Menschen, gerade in unserer heutigen Zeit, da bei Kunst und Kultur hier und da der Rotstift schnell zur Hand ist. Auch in Neubrandenburg hat die Kunst eine starke Lobby. Der Herbst ist Termin und Namensgeber für eine schon traditionsreiche Veranstaltung in der Kunstsammlung Neubrandenburg. Ist die mal sonnig-goldene, mal melancholisch-graue Jahreszeit nicht etwa der Themenschwerpunkt gezeigten künstlerischen Schaffens? Der Herbstsalon stellt etwas Besonderes dar. Und hier bei unserem Besuch trafen wir mitten auf die Vorbereitungen zu dieser jährlichen Veranstaltung. 24 professionelle bildende Künstler der Region gestalten eine gemeinsame Ausstellung. In mehrfacher Hinsicht ein wichtiges, weil kommunikativ wirksames Event. Ist ja so, dass so ein Herbstsalon gibt es in Mecklenburg-Vorpommern nicht so oft. Ich wüsste jetzt nicht, wo es sowas noch gäbe. Es hat ja eine alte Tradition und insofern ist es natürlich schön, auch mal die Künstler zu treffen und zu gucken, was haben die für Arbeiten. Also wir untereinander treffen uns auch nicht so oft. Das ist schon mal die eine Sache. Und dann ist es gut, dass es einem breiten Publikum natürlich dass es für ein breites Publikum zu sehen ist und zwar sehr viel auf einmal. Naja, es ist eine gute Möglichkeit, immer einmal im Jahr wirklich an das Publikum, was ja zum Sammeln oft herkommt, das gebündelt anzutreffen. Ne? Also sowohl für uns als Künstler zu wissen, hier kommt Publikum wirklich an einem Tag und andererseits für die Sammler ist es natürlich auch interessant, wenn so viele Künstler vertreten sind und man viele aktuelle Arbeiten vor allen Dingen auch sieht. Ne? Also bei dem Herbstsalon habe ich sehr gerne, dass ich die Kollegen sehe, die ich sonst nicht sehen kann. Ja, das ist mir so fast das Wichtigste. Und ja, und dann gibt es noch auch ganz recht gute Gespräche, wenn die Besucher kommen. Ne? Also oft, ja, so eine Resonanz braucht man auch. Der Herbstsalon in der Kunstsammlung Neubrandenburg wird mit langer Vorgeschichte seit 1993 durch den Freundeskreis der Kunstsammlung Neubrandenburg realisiert. Das ist aber nur ein kleiner Teil seiner Tätigkeit. Hauptanliegen? Interesse wecken und das Bewusstsein stärken für bildende Kunst. Die Belange der Kunstsammlung Neubrandenburg vertreten, ihren Bestand ergänzen. Ein lebendiges Museum braucht Freunde und Mäzene. Stand schon gleich nach der politischen Wende fest. Und so gründete sich der Freundeskreis als einer der ersten 7 Vereine in der Viertore-Stadt. Der Freundeskreis ist ja ein Förderverein für die Kunstsammlung und für so eine städtische Einrichtung. Also ein Kunstmuseum ist es immer gut, wenn man sozusagen verankert ist in der Bevölkerung. Ja, und insofern waren wir dann eben ganz schnell und haben uns da sozusagen Mitstreiter gesucht. Wir haben jetzt, ich glaube, 137 Mitglieder. Das ist also auch ein starker Verein, also auch deutschlandweit verteilt die Mitglieder. Und natürlich einen festen Stamm von wirklich aktiven Mitgliedern.
aktive Mitglieder, die helfen, in dieser Region der Kunst eine wichtige Heimstätte zu erhalten. Damit sichert man einem breiten Publikum vielseitigen Zugang und nicht zuletzt sich selbst eine attraktive Präsentationsplattform. Gleich berichten wir von aktuellem Baugeschehen in Burg Stargard. Kurze Pause. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Liebe Zuschauer, auch am Fuße ganz historischer Mauern in Burg Stargard setzt man verstärkt auf moderne Technik bei der öffentlichen Beleuchtung. Die Vorteile liegen auf der Hand und unser kleiner Beitrag führt sie noch einmal vor Augen. Die Höhenburg Stargard in herbstlichem Licht. Auch zu dunkler Stunde wird hier effektvoll Licht auf die historischen Mauern gesetzt, allerdings dann künstlich und mit drehendem Stromzähler. Zudem braucht das hiesige Museum Beleuchtung in der Ausstellung. Derzeit ist man in der Stadtverwaltung Burg Stargard bemüht, eine Umrüstung auf kostensparende LED-Technik in die Wege zu leiten, dafür Fördermittel zu akquirieren. Doch nicht nur für das Wahrzeichen des Ortes soll moderne Lichttechnik ihre Vorteile ausspielen. Im Stadtgebiet steht die Straßenbeleuchtung im Fokus. Ja, also generell ist es so, dass wir schon in der Vergangenheit sicherlich schon einige Straßenbaumaßnahmen geschafft haben, wo wir eine gute Straßenbeleuchtung haben. Allerdings vieles nicht auf LED umgerüstet. Wir arbeiten natürlich auch jedes Jahr daran, dass wir Straßenzüge auch mal komplett erneuern. Und in dem Zusammenhang werden wir natürlich oder sehen wir auch zu, dass wir die Straßenbeleuchtungseinrichtungen dann auf Vordermann gebracht kriegen. Und ich sag mal, die LED-Technik ist natürlich eine, die sehr wirtschaftlich ist und wo wir dann einfach auch uns ein paar Einspareffekte erhoffen. Eine berechtigte Hoffnung. Fast 5000 Kilowattstunden Strom können künftig jährlich allein hier im Weinbergsweg bei der Straßenbeleuchtung eingespart werden. Mit einer 50% Förderung des Energieministeriums aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wird hier diesen Herbst im Zuge der Gehwegserneuerung umgerüstet. 11 alte Quecksilberdampflampen werden dazu durch 16 LED-Leuchten ausgetauscht. Auch die alten Betonmasten und alte Verkabelung werden ersetzt. Ergebnis: gleichmäßige Beleuchtung für die Bürger, Kostenersparnis für die Stadt und 3 Tonnen Kohlendioxid weniger Belastung für das Klima. In Burg Stargard hofft man auf weitere Förderungen, um mehr Umrüstungen realisieren zu können. Denn der Bedarf geht da um einiges über den Weinbergsweg hinaus. Wir haben es in diesem Jahr mal ermitteln lassen und wir sind so auf etwa 200 bis 250 Lichtpunkte gekommen, die erneuerungsbedürftig sind, wo alte Betonmasten stehen, die auch teilweise schon sehr marode sind. Und das ist ungefähr die Größenordnung, wovon wir derzeit ausgehen. Wie gesagt, wir haben schon relativ viel geschafft in den vergangenen Jahren, aber es gibt halt noch viele alte Lichtpunkte, wo die es einfach dringend nötig haben, erneuert zu werden. Und da arbeiten wir halt nach und nach dran, so wie auch letztendlich das Geld gegeben ist. Ne? Ob
Ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, hier herrscht angenehmes Einkaufsklima zu jeder Zeit. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bethanien-Center Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Wie das Wetter auch wird, hier finden Sie immer, was Sie brauchen, ohne groß herumzulaufen. Bethanien-Center Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Das war unser aktuelles Neu-1-Journal. Gleich im Anschluss lohnt es sich aber dran zu bleiben, denn ein neues überregionales TV-Format feiert auch bei uns auf Neu-1 seine Premiere. Das Ostsee-Magazin präsentiert touristische Highlights der Küstenregion und darüber hinaus. Interessant für mögliche Urlauber, aber auch für uns Einheimische. Meine Kollegin aus Greifswald, Maria Peters, erwartet Sie dazu. Ich verabschiede mich vorher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.